Ich begrüße alle Zuschauer ganz herzlich auf meinem Kanal. Ich bin das Sibils und ich zeige euch heute ein Ticketsystem von ConsoleCM. Ich bin beruflich so ein bisschen auf der Suche nach einem passenden Ticketsystem. Soll so etwa ja, 5 Service-Mitarbeiter abdecken und natürlich möglichst günstig sein. Wie immer. Und natürlich sollte es natürlich den Support, sag ich mal, ja, verbessern, unterstützen, vereinfachen, sei es für die internen Mitarbeiter, als auch für eventuelle externe Mitarbeiter oder auch Kunden, aber natürlich auch für die Supporter selbst. Interessant ist natürlich ein Ticketsystem prinzipiell, weil ein Ticketsystem natürlich ein Projektmanagement-Tool ist, wo natürlich dann auch das Management dementsprechend eingreifen kann über Prozesse, die zu Zielen führen, die dann in Kette von Prozessen und Zielen irgendwann mal zu einem Service führen. Der Service ist in meinem Fall jetzt hier IT-Helpdesk-Support und da schauen wir uns jetzt einmal die Software ConsoleCM an. Ist ein deutsches Unternehmen, wird natürlich auch in Deutschland gehostet, soweit ich das in Erfahrung bringen konnte. Und wir schauen uns einfach einmal hier dann an, was ConsoleCM so zu bieten hat. Natürlich mehr als nur Helpdesk, es gibt auch andere Lösungsmöglichkeiten, sieht man natürlich hier. Ja, man hat Case Management, CRM, Customer Service, Reclamation, Reklamationsmanagement, Sales Management, Anti-Financial Crime. Also man kann schon sehr viele Module noch mit hineinpacken, restriktiv auch zusätzliche Software noch mit dazu nehmen. Wir konzentrieren uns hier rein auf dieses Helpdesk und IT-Support, das Basismodul plus das Front Web-Frontend für ein Kontaktformular, was, sage ich jetzt einmal, durchaus sinnvoll erscheint. Und von der Seite sehen wir hier auch schon, was eigentlich so ein Ticketsystem eigentlich so kann. Es kommt hier ein Call rein, sei es von E-Mail, Telefon oder Chat. Ja, dann wird natürlich dementsprechend hier Automatisierungen tätig. Knuddelpage ist da, Base ist da. Das ist eine Wissensdatenbank, ist auch ein separates Modul. Ja, kann man dazu nehmen, muss man nicht. Intelligente Workflows, ja, da gibt es auch noch ein extra Modul, wo man dann dementsprechend als IT-Manager dann unter Umständen auch mal in die Prozesse eingreifen kann, wo alles schön angezeigt wird. Dokumentationen sind natürlich auch eine wichtige Sache, ne? Und dementsprechend kann man das dann dementsprechend schön routen, ne? Dass dann letztendlich die Tickets zum richtigen Mitarbeiter kommen. Oder natürlich, dass erst einmal der Ratsuchende auf eine ja, Wissensdatenbank umgeleitet wird. Ja. Da ist natürlich dann auch mit sehr viel Automatisierung dann zu tun, ja, wo man dann sagt, okay, gut, man kann dann einmal schauen, wie dann alles gemacht wird. Interaktives Self-Service-Portal. Ja. Da ist natürlich das dann schon eine interessante Sache, weil Rückfragen sind natürlich im Support immer ein bisschen schwierig, weil die Zeit, wo ich dann für die Beantwortung der Rückfragen beispielsweise benötige im IT-Support, die könnte ich eigentlich in die Problemlösung stecken. Und das ist natürlich schon ein Zeiträuber, wenn man das dann auf die Menge von den Calls dann an einem Arbeitstag hochrechnet. Ja, und das ist natürlich dann schon eine interessante Sache, wo man dann auch ein Ticketsystem einsetzen sollte. Und natürlich hier auch, Helpdesk ist natürlich mehr als eine Störungsbearbeitung. Ja. Es müssen meistens parallele Tätigkeiten dann noch gemacht werden. Ja. Bestellungen, Changes, einfache oder komplexe IT-Projekte müssen gesteuert oder sogar umgesetzt werden. Ja. Und da ist natürlich ConsoleCM schon interessant, weil es sich den Anforderungen halt auch anpassen lässt.
Und weil natürlich Daten mehr als 1000 Worte sagen, kann man natürlich hier auch in dieser Software das Ganze natürlich schön grafisch angezeigt bekommen. Ist natürlich eine nice Sache, gerade wenn man dann Daten bebildert braucht, sei es für Präsentationen oder ähnliches. Dann haben wir hier natürlich zielgerichtete Fallbearbeitung für einen Mehrwert, für den Mehrwert der Firma, die dann diese Software einsetzt. Da haben wir mal die Transparenz. Dann haben wir Self-Service-orientiert. Ja, also dank des Self-Service-Portals, Musterlösung, Auto-Response-Funktion für E-Mails, spart man natürlich wertvolle Zeit für die Mitarbeiter. Natürlich sind auch SLAs ein Thema. Für die, die nicht wissen, was SLAs sind, sind Service Level Agreements. Das heißt, das sind Zeitvorgaben, in welchem zeitlichen Bereich letztendlich ein Ticket erledigt sein muss, sprich geschlossen. Da sind wir natürlich dann je nach Fehler in verschiedenen Zeitbereichen drin. Und wenn es halt mal in die letzten, sagen wir mal, das letzte Drittel der SLA-Zeit geht, dann wird eigentlich schon Alarm geschlagen. Das ist natürlich eine schöne Sache. Man hat dann alles mehr oder weniger im Blick. Dann natürlich erzielen dann höheren Effizienz durch individualisierte Abläufe, dann natürlich Integrationsfreudigkeit in die Anbindung von noch einmal Inventarlösungen, zusätzliche Module, dass man einfach, dass die Software halt wächst mit den Ansprüchen der Firma. Es macht für eine Firma keinen Sinn, jetzt ein Ticketsystem zu installieren. Hauptsache ist es billig und in ein, zwei Jahren expandiert eine Firma, sagt, wir haben neue Geschäftsbereiche und dann braucht man wieder ein neues Ticketsystem. Ja. Und das ist natürlich sinnvoll, dass dann ein Ticketsystem auch mit wachsen kann. Die Teamfähigkeit wird dann natürlich auch positiv beeinflusst, weil natürlich auch die Mitarbeiter dann wissen, okay, das ist mein Arbeitsaufwand, das ist soweit alles, was da ist, was kommt, sehe ich dann. Und es wird dann auch dementsprechend priorisiert, unter Umständen dann schon angezeigt, wenn man so will. Man kann auch alles in einen Hauptpool reinlaufen lassen und derjenige, der Zeit hat, zieht sich dann das Ticket auf seinen Schreibtisch, geht auch. Das kommt dann drauf an, wie groß letztendlich das Support-Team dann ist. Ja, wenn man jetzt, sage ich mal, von einer kleinen Größe von 5 Supporter ausgeht, dann kann man das noch mit einer zentralen Ablage machen und jeder holt sich das Ticket, für was er zuständig ist. Und hier haben wir dann natürlich die Kontaktdaten zu der Firma für jemanden, der dieses Ticketsystem dann mehr interessiert. Dann haben wir natürlich ganz wichtig die Preismodelle von Console CM. Natürlich echtes Pay-per-Use. Mit Concurrent User Lizenz Modell. Wer nicht weiß, was das Concurrent User Lizenz Modell ist, das wird man nicht pro Anwender bezahlt man nicht pro Anwender, sondern man bezahlt pro Agent. Ja. Und Current User sind immer die Sachbearbeiter im Support. Und da wären es dann 99 Euro pro User, also Current User, das wären bei meinem Beispielsfall 5 Current User, 495 Euro im Monat plus Märchensteuer. Das sind immer Nettopreise. Wir bewegen uns hier im B2B-Geschäft. Und da sind wir dann hier in der Pro-Variante schon drin. Da haben wir natürlich Anzahl der User ab 5, ja, wird es dann richtig interessant hier. Standardlösungen sind in allen Varianten drin. Der Starter ist natürlich interessant für ja, Freelancer oder noch relativ kleine Firmen, maximal bis 10 Mitarbeiter, würde ich jetzt einmal so sagen. Vielleicht auch ein bisschen mehr, aber dann wird es schon enger, wird man schon in die Pro-Variante reinlaufen. Individuelle Prozesse gibt es in der Starter gar nicht. Kann
kann man optional mit reinnehmen. Ja, dann muss man aber dann schon gucken, okay, wie viele Prozesse nehme ich mit rein, wie viele individuelle Prozesse brauche ich überhaupt, ob dann das dann in dem Paket nicht zu teuer wird und man dann auf dieses Paket umsteigt. Datenaustausch via Internet, ETL, CSV und Excel im Starter, alle Formate in ab der Pro-Variante. Anbindung via VPN gibt es nur in der Enterprise. Das ist dann natürlich, wenn man sagt, okay, man hat einen Server und will den Server direkt mit VPN ans Firmennetz anbinden. Webschnittstelle ist natürlich mit dabei, klar, zum Beispiel REST, ne, aber nicht in der Standardvariante. Sichere Datenverschlüsselung ist wieder in allen Varianten. Kostenfreies Testsystem, Anbindung Kundenportal ist in der Starter nicht möglich. Deswegen bin ich in meinem Beispiel jetzt auf die Pro gegangen. Storage pro User inkludiert sind 5 GB. In der Enterprise natürlich ja, nach Absprache. Also Enterprise, das sind natürlich jetzt, sage ich mal, Bereiche, ja, da wird es interessant, ab 500 Mitarbeiter oder so. Ne? Dass man dann sagt, man hat ein Support-Team von 100 Mitarbeitern, dann fange ich natürlich nicht mehr mit der Pro an. Man kann das Ganze natürlich auch kaufen. Ne? Die Starter-Variante liegt bei 9.900 Euro netto. Und die Pro-Variante bei 24.900. Das ist dann, wenn man den eigenen Server dann im Haus stehen haben will und man natürlich die Software kauft. Ja. Und da haben wir dann auch schon dann die User inklusive. Enterprise ist wieder eine individuelle Sache, individuelle Preisanfrage. Da gibt es pauschal erstmal so keine Preise. Wir beschränken uns auf die Cloud-Variante, die wird gehostet beim Anbieter, also sprich beim Softwarebetreiber hier, Konsol-CM. Und da werden wir dann natürlich schon sehen, wie das Ganze natürlich dann vonstatten geht. Dann schauen wir uns doch einmal in Oberfläche in dem System mal an mit dem First Agent. Das ist dann meistens First Level Produkt. Ja. Jetzt wollte das nicht. Okay, noch einmal rein. Wieder typisch Vorführeffekt. Aber ihr seht, kann auch einmal den besten Profis passieren. Aber ist ja nicht so wild. Zack, jetzt sind wir drin. Hier oben rechts sehen wir immer, mit was für einem User wir angemeldet sind. 1A ist dann First Level. Ja. Und natürlich sehen wir dann hier natürlich links schön Übersicht, was wir hier für eine Variante haben. Ich mache mal das Ganze ein bisschen größer, dass das gut sichtbar ist, auch im Video. So, weil mit meinem 4K-Bildschirm ist es manchmal ein bisschen kniffelig. So, und dann haben wir natürlich hier auch schon eine schöne Einleitung, so eine Art Schnellstart. Ja, die Startseite enthält verschiedene Reiter, welche einen Überblick über verschiedene Kennzahlen und Tickets geben. Hier finden Sie zum Beispiel Statistiken, Ihre aktuellen Aufgaben, aktuelle Probleme sowie Neuigkeiten. Und da haben wir natürlich hier dann unsere momentan nicht zugewiesenen Tickets, die kommen gleich richtig schön rein. Und folgedessen sieht das Ganze schön aufgeräumt aus. Hier haben wir dann unseren Workspace, unsere Favoriten. Ist natürlich noch alles ein bisschen leer. Dann haben wir hier das Helpdesk Cockpit. Hier haben wir natürlich dann neue Helpdesk-Tickets heute. Helpdesk-Tickets, offene Helpdesk-Tickets. Ja, das sind ein paar Beispieldaten natürlich jetzt hinterlegt. Das ist ja eine Demo-Variante. Nichts Produktives, auch zwecks Datenschutz irgendwo ein bisschen. Ne? Deswegen ist es natürlich schon schön, dass das uns zur Verfügung gestellt worden ist.
Und natürlich haben wir hier natürlich dann die zuletzt besuchten Tickets. Ne? Dann haben wir natürlich die Aufgaben, Test, WLAN, Netzwerkaufbau. Also man kann auch ja, IT-Aufgaben dann letztendlich als Ticket einstellen. Zum Beispiel, wenn jetzt ein IT-Leiter sagt, okay, ich muss jetzt das WLAN-Netzwerk aufbauen, braucht eine gewisse Zeit, hat eine gewisse Priorität, ist aber nicht höchste Priorität, weil ja noch alles dann nach Plan ablaufen kann. Und dann kann man ein Ticket einstellen und notfalls dann auch einzelne Arbeitsbereiche auf verschiedene Mitarbeiter verteilen. Ja. Und dann dementsprechend die SLAs setzen. Ja. Und hier sehen wir es dann schon zu erledigen bis, ja, in unserem Beispiel 20.05. Letzte Änderung 10.02. Also man hat im Endeffekt schon für den gesamten Aufbau letztendlich 3 Monate Zeit. Ja, und ein bisschen was. Und da sieht man dann natürlich dann auch, wenn man noch mehrere Aufgaben hätte. Dann haben wir natürlich die Probleme. Probleme sind natürlich meist Konflikte in einem Arbeitsprozess. Ja, zum Beispiel eine SAP-Datenbank ist offline. Das ist ja schon fast ein Super-GAU. Deswegen liegt das Ganze auch nicht beim First Level oder Second Level, sondern schon so beim Super-Agent, was schon Third Level ist. Und daher kann man natürlich dann sagen, hier ist es eröffnet worden. Ja. Welcher Service ist betroffen? Priorität, natürlich kritisch, ist das höchste. Das steht noch einmal über hoch. Workaround gefunden, ja, nein. Und dann halt die letzte Änderung. Und so kann man natürlich da schön reinglitschen. Man kann über die Kennzahl der Tickets natürlich gleich in die Tickets reinspringen. Werden wir auch gleich tun. Vorher schauen wir uns noch das Reporting an. Ist natürlich hier interessant, durchaus für den betreffenden Support-Mitarbeiter, um einfach mal einen Überblick zu haben, was wir so gehabt haben. Na, zum Beispiel im November Inzidenzanzahl 19. Das wird aber, ich sag mal, mehr für Teamleitung, IT-Leitung auch wichtig sein, wenn sie dann nochmal Richtung Geschäftsführung Berichte abgeben müssen. Ich finde, es ist eine schöne Erleichterung auch fürs mittlere Management. Und hier sieht man dann halt dann auch die ganzen Tickets, was noch offen ist, ja, in welchem Level das ist, der Prozess, dann der Vorgang erstellt. Und natürlich, was es ist. So. Von der Seite ist es natürlich schon eine hübsche Sache. Von der Seite kann man das natürlich schön anschauen. Dann haben wir hier ja die Problemtickets. Da schauen wir jetzt einmal zum Beispiel rein. Dann öffnet sich natürlich hier gleich das Ticket. Und wir sehen dann schon neues Problem. Problemdiagnose und Bearbeitung. Wartend auf Change. Change ist immer ein Wechsel. Das heißt, wir schauen jetzt einmal hier in die Details mal rein. SAP startet nicht mehr. Ja, verknüpfte Tickets. Das heißt, da hängt schon noch was dran. Datenbankcluster erweitern. Ja. Folgedessen wissen wir jetzt, dass das jetzt hier ein Master-Ticket ist, weil hier noch gewisse Referenzen drin sind. Ne? Verknüpfte Tickets 2. Sobald ein Ticket an ein Ticket angehängt wird, wird das Ticket zu einem Master-Ticket. Und die angehängten Tickets sind dann sogenannte Child-Tickets, also Kindertickets ins Deutsche übersetzt. Und das ist natürlich schon eine interessante Sache. Ja, dann gucken wir mal hier in die Change rein, Datenbankclustern erweitern, Kategorie Normal, Priorität hoch. Ja, dann gucken wir mal, was da passiert. Ja, neuer Change ist in Planung, liegt beim Super Agent.
Auswirkung hoch, Dringlichkeit hoch, bekanntes Problem, ja. Datenbankerweiterung, ja, hat man hin und wieder. Sollte natürlich nicht ad hoc dann auf einmal auffallen, dass da nichts mehr ist. Ja. Und dann haben wir natürlich hier die Daten vom Ticketersteller, dann natürlich SAP Datenbank, als offline. Ja. Und dann natürlich dementsprechend alles weitere. Change-Klasse ist natürlich Major, da das natürlich Auswirkungen hat auf andere Geschäftsbereiche. Und da kann man dann natürlich auch wieder schön zack zurückspringen. Ja, ihr seht es jetzt, ist natürlich eine richtig schöne Sache. Und hier oben sieht man dann halt immer im betreffenden Ticket oder auch Teilticket. Gerade im Change hat man ja Teiltickets. Also der Change läuft ja über eine andere Baustelle, wie jetzt, sage ich mal, das klassische Helpdesk-Ticket. Und dann wird man dann auch sehen, welchen Status das dann ist. So. Dann können wir jetzt mal zum Beispiel auch mal schauen, was auf meine Tickets ist. Ja, ihr seht jetzt, ich sehe jetzt hier, okay, meine ganzen Tickets. Ja. Da haben wir natürlich dann hier auch farblich ein bisschen, ja, priorisiert, sage ich jetzt mal. Rot ist natürlich enorm wichtig. Jetzt sieht man natürlich, man hat 1, 2, 3, 4 rote. Die müssen halt als erstes irgendwie abgearbeitet werden, je nachdem. Das heißt, ich schaue jetzt einmal hier drauf. Ja, dann springe ich schön hier rein. Sehe natürlich hier Helpdesk, First Level. Gucke ich natürlich, was ist da, was ist passiert. Eventuell kontaktiere ich dann natürlich den Betroffenen, wenn das Ticket ganz frisch ist. Ja, ist in diesem Fall nicht. Ja, dispatched ist es ja schon, Helpdesk ist es. Lösung bis, da haben wir wieder unsere SLA. Reaktion bis, das ist die nächste SLA. Also mal dann eine Reaktions-SLA und eine Lösungs-SLA. Da kann man natürlich schön das im Blick behalten. Da kann man natürlich dann alles schön filtern und nachschauen. Ja. Und dann kann ich hier natürlich zum Beispiel auf Bearbeiten gehen. Kann hier natürlich alles Mögliche an Kommentare hinzufügen. Zusätzliche Bearbeiter beispielsweise. Und dann funktioniert es natürlich dann auch, wenn ich dann wieder auf Speichern klicke. Hier Änderungen speichern, abbrechen. Ja. Kann auch natürlich Hauptkontakte wechseln oder hinzufügen. Ja, das ist natürlich alles dann schon schick. Netzwerkausfall im zweiten Stock. Das sieht natürlich dann ähnlich aus. Ja, da haben wir dann hier zum Beispiel eine Nachricht von unserem Melder, sage ich jetzt einfach mal. Ja, das ist dann unser Mitarbeiter in meinem Beispielsfall. Anscheinend ist im zweiten Stock das LAN ausgefallen. WLAN scheint aber noch zu klappen. Das ist jetzt natürlich wieder so eine Sache. Da muss natürlich dann geschaut werden, okay, über welche Switch ist das LAN angeschlossen, über welchen Switch ist das WLAN angeschlossen. Dementsprechend muss man dann da halt mal fortgehen. Man kann natürlich hier dann auch filtern. Auch ähnlich bei Videokonferenz. Ja. Und das sind natürlich Sachen, das hat man natürlich in einem E-Mail-Programm alles nicht. Ja. Und das ist natürlich schon eine neue Sache. Ja. Man kann aber auch zum Beispiel als Supporter ein neues Ticket eröffnen. Ja. Da kann ich dann zum Beispiel ein Thema reinhauen und sagen, okay, Home, Office, Notebook defekt zum Beispiel. Ja, ist natürlich ein Inzidenz, ist eine Störung. Eingang
per Telefon, E-Mail, Portal oder übers Monitoring. Ja, man kann ja auch serverseitig, netzwerkseitig über Monitoring sehen, dass da irgendwo Ausfälle sind. Für den eigenen klassischen Helpdesk ist meistens Telefon oder E-Mail dabei. Das kommt dann halt immer drauf an, ob jetzt die E-Mail automatisiert in ein Ticket umgewandelt wird, was technisch durchaus machbar ist, oder ob man die E-Mail selber annimmt und das Ticket manuell schreibt. Meistens ist es entweder ist es Telefon. Wenn dann hier der Notfall kommt, ich kann nichts mehr machen, alles steht, dann kann man da natürlich ein Ticket machen. Telefon ist schon vorausgewählt. Auswirkungen, Mittel, da würde ich eher mal hoch reinsetzen. Dringlichkeit natürlich auch hoch. Wenn es dann in die Richtung Geschäftsführung geht oder an gewisse Schlüsselpositionen von Mitarbeitern, die, ja, sag ich mal, eine extreme Auswirkung auf andere Arbeitsbereiche haben, wenn die nicht arbeiten können, dann kann man hier noch VIP-Status reinsetzen. Kostenstelle kann man dann sagen, entweder intern oder auch Verwaltung. Ja, Lösung gewünscht. Da spricht man dann am Telefon mit dem betreffenden Mitarbeiter. Natürlich sagt er am besten gestern, jetzt haben wir am 19. Samstag, Sonntag. Okay, das sage ich mal, würde ich sagen, ist eine Lösung bis Montag erwünscht. Ja, erstellt, tragen Sie hier einen Namen ein. Falls der Hauptkontakt des Tickets eine vom Betroffenen abweichende Person ist. Zum Beispiel, wenn jetzt von einem Kollegen das Ticket erstellt wird. Na, ist so erstmal bei uns natürlich jetzt der Fall. Dann wird man mal sagen, Max Mustermann, ja, um nicht rein zufällig vielleicht doch noch einen Namen zu bekommen, der existiert. So, dann haben wir hier einen Servicekatalog. Ja, das ist quasi schon hinterlegt. Da haben wir natürlich Hardware, Software, Netzwerk, Kommunikation, Security, Benutzerverwaltung, Meldewesen. Also Hardware ist klar, das ist alles, was ich anfassen kann. Software ist klar, alles, was auf dem Rechner so läuft, ist Software. Netzwerk ist alles, was am Rechner mehr oder weniger dranhängt, kann auch USB-Netzwerk sein, je nachdem, was man so hat. In aller Regel ist es entweder WLAN oder LAN. Und dann natürlich bis zum VPN-Gateway, was da dazwischen ist, vom VPN-Gateway bis zum letztendlichen Server, wo ein Mitarbeiter hin möchte mit seiner Anwendung, ist alles Netzwerk. Kommunikation. Das ist dann schon etwas spezieller. Da fällt zum Beispiel auch Voice-over-IP darunter. Da kann man natürlich dann schauen, okay, wie sieht die ganze Sache denn aus? Und man muss dann natürlich auch gucken, was da reinfällt. Security ist auch immer wieder ein schönes Thema. Da fällt zum Beispiel ja, Firewall-Freischaltung ein. Ja. Aber natürlich auch VPN zum Beispiel. Benutzerverwaltung ist dann natürlich, wenn es mehr ins Rechtemanagement geht, ja, Meldewesen ist dann eine sehr spezielle Sache. Wir wählen jetzt einmal Hardware aus, haben natürlich jetzt hier wieder verschiedene Hardware. Da nehmen wir dann natürlich den Laptop auswählen. Dann sehen wir, sieht es hier schon so aus. Kontakt. Muss man natürlich dann eingeben. Man kann theoretisch das auch dann eventuell dann an ein AD anbinden, dass man da dann eventuell dann guckt, dass die Daten schon hinterlegt sind. Ja. Suchbegriffe wie Name oder Dienstgrad an. Wir haben ja den Max. Mustermann, schauen wir mal, ob er was findet. Keine Suchergebnisse. Was hat er mit M? Musterfirma AG.
Dann machen wir einfach mal die Musterfirma da rein. Zack, zack. Das ist jetzt zum Beispiel hinterlegt. Anrede, Herr. E-Mail ist natürlich dann auch immer so eine Sache, wo man dann sagen kann, okay, da hauen wir einfach einmal. Hilfe at kann nicht arbeiten. DE zum Beispiel. Ja. Dann natürlich haben wir hier ein Telefon. Da kann man dann hin sagen, okay, unter was sind sie erreichbar? Da machen wir mal die 0711. 0000 und nochmal 0 und dann die 1 zum Beispiel. Ja, Funktion natürlich, dann kann man hingehen und kann dann zum Beispiel sagen, Buchhaltung, Abteilung, kann man dann hingucken und sagen, okay, gut, wo fällt es jetzt rein? Wird eher in die Verwaltung wahrscheinlich reinfallen, die Buchhaltung. CM-Track-Login, Track-Passwort. Da kann man dann halt mal schauen, was man dann macht, wenn man dieses Web-Frontend mit dabei hat, dann funktioniert es. Da kann man dann zum Beispiel sagen, Max Mustermann, machen wir dann einmal das Ganze sauber mit Underline. Aber da hat er jetzt noch nichts drin. Helpdesk Portal. Notebook nicht mehr arbeiten. Schreiben sollte man können. Und Notebook ist einfach ausgegangen. Macht kein Mucks mehr. Bitte um Austausch. So. Attachment wird natürlich schwierig. Ne? Wenn er jetzt ein Softwareproblem hat, könnte er jetzt ein Screenshot machen und dann noch mit anhängen. Und dann gehen wir einfach mal Ticket erstellen. Ja, benötigt einen Hauptkontakt. Standort, 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 Herr, Frau. Ah, haben wir vergessen. Name, Nachname ist zumindest einmal wichtig. Da machen wir natürlich dann den Max rein und natürlich den Mustermann. Ja, schönes Vorführeffekt. Somit sieht man natürlich, die Software denkt ein bisschen mit. Ja. Da kann man dann zum Beispiel Aufgaben mit hineinnehmen. An den Sachbearbeiter. Ich würde mal sagen, das ist Second Level. Ja, kann man gleich zuordnen. Man könnte theoretisch hier natürlich, je nachdem, wie heftig das Problem wird, wenn zum Beispiel ein anderes Notebook sein müsste, kann man es über einen Change auch laufen lassen. Theoretisch. Ja.
Oder man geht dann zum Super Agent, wenn jetzt irgendwelche Managemententscheidungen über Kosten oder sonstiges dann fallen würde. Aber als allererstes kommt es erstmal in den Second Level, macht keinen Mucks mehr, passt, Ticket erstellen. Flumps. Und neues Ticket. Homeoffice Notebook defekt. Defekt. Und dann haben wir das dann natürlich hier schon drin. Da kann man schön aufmachen, sieht man natürlich dann die Zeit. Attachment sind natürlich keine da. Verknüpfte Aufgaben ist erstmal auch nicht. Liegt natürlich jetzt nicht mehr bei mir. Liegt es natürlich letztendlich beim Second Level Support. Ja. Und dann würde ich doch mal sagen, schauen wir doch mal in den Second Level Support rein. Was denn da mit dem Ticket zum Beispiel so alles möglich ist? Einfügen. Anmelden. Zack. Jetzt sind wir im Second Level. Jetzt haben wir natürlich hier eine Übersicht, die genauso aussieht eigentlich wie beim First Level. Nur haben wir jetzt hier zuletzt bearbeitet, natürlich hier ein Ticket. Ja. Wenn wir dann auf meine Aufgaben gehen, sieht man natürlich hier gleich, oh, Homeoffice, Notebook defekt, okay. Ja. Probleme, haben wir immer noch die Datenbank. Dann kann man sagen, okay, schaue ich mal als Second Level, was ich da machen kann. Rums, Bums. Ja. Keine zusätzlichen Bearbeiter. Kann man dann Bearbeiter hinzufügen. Ja, wenn es denn Bearbeiter dann gibt. Ja. Oder man sagt dann, okay, gut, man macht einen Kommentar rein. Ja. Man kann das Ganze auch per E-Mail dann zum Beispiel verschicken. Ja, Attachment noch reinklatschen. Ja. Das geht natürlich auch. Ja, ist alles natürlich eine hübsche Sache. Dann unter den nicht zugewiesenen Tickets müssten wir jetzt eigentlich dann langsam das dann mitbekommen. VPN weg, Mail, feste neue Mitarbeiter, Error, Serverlogs ist ja viel drin. Meine drei im Team. Da ist die Liste leer. So. Gehen wir mal in den Ressourcenpool. Da haben wir dann, das sehen wir natürlich dann auch schon hier, IT Assets, was ist so alles angefallen. Wir haben natürlich auch noch eine Online-Hilfe. Ja. Titel, Inhalt. Falls man was nachschauen müsste, könnte man hier dann schön alles nachschauen. Ich mache es mal wieder ein bisschen größer, damit ihr das auch gut lesen könnt. Alles auch schön bebildert, erklärt. Also muss ich schon sagen, passt. Ja, da kann man dann natürlich dann immer gucken. Ne? First und Second Level. Einleitungen. Da wird dann geguckt. Aufgaben anpassen. Ja, dann natürlich, wo was steht, wo was gemacht werden kann. Eingangskanäle, Ticketerstellung. Das ist natürlich eine schöne Sache. Ne? Dispatched. Helpdesk, ja, da kann man natürlich schön reinschauen. Kontakt. Haben wir hier.
sind wir wieder, wenn man hier auf dieses CM geht, haben wir dann natürlich wieder unser Hauptbildschirm. Kann man auch anpassen lassen mit einem Logo von der Firma, wenn man das dann möchte. Da haben wir selbst das Handbuch gleich letztendlich mit dabei. So, das bearbeitet haben wir es natürlich hier. Das ist natürlich schön. Dann gehen wir mal hier rein. Kann man natürlich auch in einem zweiten Step aufmachen, sprich in einem neuen Tab. Ja. Kann man als Favorit speichern. Dann kommt es natürlich hier schön unter die Favoriten. Ja. Wenn ich dann hier sage, so, zack, dann habe ich hier meine Übersicht, habe hier natürlich die Favoriten, Workspace, ja, und bin dann natürlich immer schön mit dabei. Wenn ich jetzt natürlich dann das aufmache, das nächste Ticket, habe jetzt hier Headset für Diensthandy bereitstellen, ja, dann natürlich hat man hier natürlich alles schön im Überblick. Man hat hier trotzdem noch seine Tickets, wo als Favoriten drin sind, dass man die nicht aus dem Blick verliert. Ich sage halt mal, das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Tool. Und von der Seite würde ich immer sagen, kann man hier dann Notizen erstellen, Widerlagen und so weiter. Ja. Ins Ticketmanagement, übergeordnete Tickets, Subtickets, mehrere Subtickets kann man da auch reinsetzen. Probleme, Change, neues Problem, mit bestehendem Problem verknüpfen, neuer Change erstellen. Da würde ich dann sagen, okay, Headset für Diensthandy bestellen. So. Da gehen wir mal ins übergeordnete Ticket. Wenn es dann dazu eines gibt. Man kann, wenn man einen falschen Eintrag auch ausgewählt hat, natürlich mit X wieder wegmachen. Folgedessen würde das dann mal passen. So. Ticket ist natürlich weitergeleitet an den Helpdesk. Jetzt sind wir da mal auf den Kontakt gesprungen. Da sieht man dann, was alles an Tickets schon aufgemacht worden ist. Ja, man kann im Browser auch schön wieder zurückspringen. Ist natürlich auch eine hübsche Sache. Dann gehen wir mal auf das Ganze bearbeiten. Und sagen dann, okay, gut. Brauche eine Freigabe vom Superagent, weil wir erst wieder bestellen müssen, zum Beispiel. Lösung gewünscht. Bis zum 21. Erstellt für, sagen wir mal, IT-Leitung, muss ja entscheiden, ob wir da wieder was Neues bestellen dürfen oder ob das warten muss. Änderungen speichern, leiten wir es weiter, Bums, Bums.
Dann wird es schon interessant. Ja. Jetzt habe ich hier mein SAP. Aus meiner Liste ist es natürlich draußen, weil ich habe es ja weitergeschoben, weil ich da eine Entscheidung zum Beispiel brauche, die ich nicht treffen kann oder auch darf. Da haben wir natürlich jetzt hier, SAP startet nicht mehr. Finden wir natürlich lustig. Schauen wir uns nochmal das Bild an. Bild sieht natürlich so aus. M82 SAP System Message. Panic. Unrecoverable Error. Okay. Da scheint ein echtes Problem mit der SAP-Datenbank zu sein. So, Datenbank-Server ist nicht mehr. Das ist das Ticket, das ist das Agent. Das haben wir soweit alles hingekriegt. Würde ich sagen, arbeiten wir mal. Das schickt man natürlich dann zum Beispiel zum Admin. Änderung speichern. Ich gehe mal hier rein. Hier haben wir dann auch einen Bommel, also einen farblichen Grund, grün, gelb oder rot. Orange gibt es dann wahrscheinlich auch. Und dann haben wir dann natürlich hier Datenbank überprüfen. Und man ist wieder hier drin. 15. Kann auf Bearbeiten gehen. Das sieht man wieder. Man kann auch auf Abbrechen gehen, falls man irgendetwas hat, vergessen hat oder sich verklickt hat. Admin, Aufgabe, kritisch ist auch klar. Muss. Adressseitig zum Beispiel bei Fehler Backup einspielen. Ja. Ebenfalls. Austauschen.
Second Level Supporter geht im Alleingang eigentlich nie an einen Datenbankserver ran. Also das habe ich noch in keinem Unternehmen mitbekommen. Kommentar hinzufügen. Blub. Und jetzt sieht man natürlich hier dann schon die Datenbank, was der Admin eigentlich dann machen sollte. Eigentlich weiß er es dann schon, ist aber natürlich ein schöner Zusatz, wenn man dann sagt, okay, gut, ich kriege irgendwie ein komisches Ticket, sondern ich habe immer halt auch irgendwo den Hinweis, was soll ich eigentlich machen? Ja. So. Dann können wir mal hier drauf springen. Papiersteuer im Faxgerät. Kann man auf Wiedervorlage setzen. Zum Beispiel. Auf einen 20.03. Man kann auch SLA pausieren. Bearbeiterzuweisung entfernen ging ja auch. Ja, aber wir lassen es mal, machen es einfach mal auf Wiedervorlage. Bam. Da kann ich es dann auch wieder manuell letztendlich wieder entkoppeln und wieder in aktiven Prozess zurückschieben. Aber auch hier kann man natürlich ein neues Ticket eröffnen. Ist dasselbe wie beim First Level Support. Wenn man dann da draufklickt, selbe Prinzip, selbes Muster. Wenn man irgendwo mit der Maus drüber geht, kriegt man Hinweise. Ist also mit sehr viel Know-how gemacht worden. Man hat sehr viel Gedanken sich über dieses System gemacht. Ist natürlich eine schöne Sache. Dann schauen wir doch einfach jetzt einmal in die Hauptseite rein. Ins Reporting. Im Team liegt es jetzt mit dem Headset. Und dann funktioniert es eigentlich schon recht gut. Wir gehen aber jetzt mal hier raus, abmelden. Also wenn man sich abmeldet, wird man auch hingewiesen, wenn etwas nicht gespeichert ist. Ja. Dann kann man hier zum Beispiel auf Abbrechen gehen. Abbrechen gehen. Abmelden. Und dann ist man auch draußen. Also das sind natürlich schon schöne Sachen, wo man sagt, ja, vereinfacht natürlich das Leben enorm. Gerade was die Fehlerquelle angeht. Weil wenn mal sich Fehler in einem Ticket einschleichen, dann hat der Support auch richtig Spaß. Zack, jetzt sind wir hier natürlich im PA-Account. Das ist jetzt dann schon der Change Agent. Wenn wir da draufklicken, sehen wir einen Problem-Agent.
Dann haben wir hier natürlich das Benutzerprofil, wo man dann auch anschauen könnte. Ja. Da sind wir dann in den ganzen Bereichen drin, wo dann natürlich ein Change da ist, zum Beispiel. Also geht doch genau hier rein. So. Offen mit Eskalation, weil schon zu lang offen ist, darf ja alles so nicht sein. Aufgabe abschließen. Wunschgemäß. Und speichern. Jetzt haben wir hier natürlich einen Fehler provoziert, ne? Es ist ein Fehler aufgetreten am 19.03. um 13:22 Uhr. Bitte kontaktieren Sie Ihren Administrator. So, das wäre jetzt zum Beispiel das, wo ich dann den Administrator entweder per Chat, Telefon oder sonstiges kontaktiere. Und dann kann man natürlich dann schauen, an was es liegt, weil am 19. hat es da irgendwas gegeben. 19.03. Gehen wir auf Abbrechen. Ah, ist nämlich dem Admin zugewiesen. Ja, und wenn ich das jetzt einfach sei mal schließen, die Arbeit mache, muss ich natürlich das mit dem Admin absprechen, dass er das weiß. Ja. Vielleicht hat er noch andere Infos oder sonstiges. Ich kann aber auch das Ganze natürlich zu mir in den Problemmanager ziehen, speichern und weiter. Dann auf Abschließen, einklicken, speichern und weiter. Haben wir das nicht? Sehr interessant. Da hat es anscheinend eine Eskalation, die dazwischen funkt. Man kann auch mit Aktion natürlich gleich auf Antworten klicken und dann zum Beispiel einem Second Level Agent antworten.
Ist natürlich eine interessante Sache. Lässt er nicht zu. 19.3. Da hat es ein Problem gegeben. Dann gucken wir hier drauf. Probleme. Gehen wir hier drauf. Datenbank offline. Ist natürlich schön, wenn es in der Planung ist. Ist beim Super Agent. Auch hier der Ressourcenpool. Endgeräte. Das ist jetzt etwas, was natürlich jetzt der Problem-Agent dann noch zusätzlich hat. Er hat natürlich höhere Berechtigungen. Ist natürlich alles schon sehr nice. Kann man auch wieder zurück. Dann würde ich mal sagen, als Favorit speichern wir das Ganze mal. SAP-Datenbank speichern wir auch mal. Das hängt ja alles miteinander ein bisschen zusammen. Da müssen wir wahrscheinlich das Ganze dann von hinten aufzäumen mit der Genehmigungshierarchie von oben nach unten. Das Super Agent ist ja der höchste. Da hängt dann natürlich das Ticket und deswegen wird auch der Fehler gemeldet. Wenn ich jetzt schließen möchte, geht nicht. Wir haben hier einen Schalt drin, was auf eine Genehmigung wartet und hat höhere Zugriffsberechtigung und deswegen geht es ins Leere. Dann würde ich mal sagen, gehen wir an dieser Stelle mal hier raus, abmelden. Ihr habt es gesehen, jetzt ist keine Hinweis kommen, dass irgendwas noch offen ist oder nicht gespeichert ist. Dann schauen wir uns als nächstes mal den Change Agent an. Der ist nochmal eine Stufe höher wie der Problem Agent. Da haben wir jetzt auch natürlich unser Ticket, ja. Problem, Datenbank. Wartend auf Change. Ja. Auch hier der Ressourcenpool. Eigentlich alles soweit ähnlich wie bei den anderen Accounts. Da haben wir dann natürlich die Service Level Agreements. Ja.
Da kann man dann natürlich das Ganze hier reinziehen, wenn man irgendwelche Ressourcen hätte auf dem Workplace. Ging auch. Neues Ticket sieht genauso aus wie bei den anderen auch. Und im Team hängen. Oh, Datenbankcluster erweitern. Jetzt haben wir hier Workflow-Aktivitäten. Genehmigung anfordern. Lassen wir mal den Approver draußen, nur zum Superagent speichern und weiter. Rums liegt jetzt beim Superagent, muss ja genehmigt werden. Jetzt haben wir das Ganze natürlich weiter geschoben, weil Datenbank kostet Geld. Das kann man nicht einfach so. Da das aber auch massiv wichtig ist, um was im Blick behalten muss, natürlich hier, ne, das ist orange. Dann gehen wir mal hier Voice over IP. Was haben wir denn hier? Umsetzung warten auf Review. Ne. Da müssen wir mal schauen, was da so passiert ist. Müssen auf Voice over IP umgestellt werden. Kann man Aufgaben erstellen. Wieder an Bearbeiter schicken. Ja. Kann man eigentlich sehr vieles machen. Oder kann man dann sagen, okay, gut, ich habe jetzt hier am Voice-over-IP-Server was zu regeln. Schicke ich natürlich nicht unbedingt zum Second Level, schicke ich dann zum Admin. Oder Kundenkontakt und sagt dann, ja, ich brauche noch mehr Infos, kann ich dann theoretisch zum First Level Support dann zurückschicken. Und wenn er dann die Infos hat, trägt das ein, schickt es dann wieder zu mir. Da ist sehr viel möglich, um einfach die hintergelagerten Spezialisten zu entlassen. Und das ist natürlich schon eine schöne Sache. Gehen wir hier mal auf Abbrechen. Da würde ich mal sagen, Change erfolgreich, kritisch, Second Level Medium. So. Dann haben wir das alles. Dann wird auch immer ein Hinweis mit reingenommen, ne? Also was eigentlich hier dann gemacht wird, wenn ich jetzt hier auf Speichern und Klicken gehe. Werde das Ganze aber mal abbrechen. Werde anstatt dessen mal auch in die Favoriten reinnehmen. Hier haben wir natürlich ein grünes Symbol. Das heißt, da ist man noch relativ am Anfang. Change Genehmigung, Genehmigungsstatus erteilt. Ist natürlich in der Umsetzung. Und beim Bearbeiter Super Agent. Ja, warten auf Review. Also ich kriege das Ticket dann wahrscheinlich dann erst zurück, wenn ich wieder was machen muss als Change Admin oder natürlich, wenn es geschlossen wird, dann müsste es eigentlich auch hier rausfliegen. Dann würde ich einmal sagen, gehen wir im nächsten Fluge zum Approver.
So, im Team haben wir natürlich jetzt hier auch wieder den Datenbank-Cluster. Wenn man mal auf diesen Datenbank-Cluster zum Beispiel mal drauf geht, haben wir natürlich hier die Genehmigung, Major-Ticket, alles klar. Ist beim Super-Agent. Ja. Access-Host updaten. Change-Genehmigung. Status ausstehend. Also unser Super-Agent ist hier mal, ja, nicht gerade das Schnellste. Hier sind wir dann beim Change Approver. Benutzerprofil ist ähnlich wie bei allen anderen, wo man Passwörter ändern kann. Kollegen, die einen vertreten. Standardprozesse. Da kann ich dann auch eigentlich, okay, habe ich Aufgaben, habe ich Changes, je nachdem, wie groß eine Firma ist. Hier unten werden meine Sessions, wo ich angemeldet bin, angezeigt, was natürlich sehr interessant ist. Wenn ich jetzt nur an einem Rechner arbeite und ich habe auf einmal da 5 Sessions, dann stimmt was nicht, soll ich vielleicht mal das Passwort ändern. Ja. Das ist eigentlich so der Change Approver. Jetzt gehen wir mal zum Super Agent. Da haben wir natürlich jetzt einiges drin im Team. Anscheinend bestehe ich aus dem ganzen Team, weil alle sind bei mir. Und nochmal 17 nicht zugewiesene. Was haben wir bei den 17 mit drin? Gehen wir erstmal auf die hier. Ist bei mir. Wird genehmigt. Was haben wir denn dann hier? Warten auf Change. Kann ich natürlich reaktivieren, auf Change abbrechen, klicken. Sage ich dann, okay, warum hat er das da auf Halde gelegt? Nein, wir reaktivieren das. Ja. Und dann natürlich. Aufgabe abschließen. Zack. Abgeschlossen.
Genehmigt. Bestellung neuer Beamer. Was beim Dispatch? Man könnte theoretisch auch verwerfen und schließen, ist natürlich nicht zielführend. Ist beim First Level. Also ich sehe hier dann auch so ziemlich alles, wo es dann sich befindet. Ne? Fehler bei Datenerfassung, Telefon. Haben wir hier Textvorlagen. Also das Super Agent hat noch ein paar Reiter mehr. Natürlich interessant, Analysen. Aber momentan sind da keine wirklich Analysen da. Man kann auch wieder auf die Startseite. Textvorlagen, je nachdem, was man braucht. Die Ressourcen natürlich mit der SLAs verknüpft. Neues Ticket. Jetzt kann ich hier natürlich sagen, okay. Second Level Change, Probleme, Aufgaben, News, intern, extern. Das sind Sachen, die hat der Super Agent noch zusätzlich. Und dann sind wir an für sich schon fast bei der kurzen oder weder mehr oder weniger kurzen Demonstration einmal durch. Ja. Ich finde, es ist ein recht schönes Tool für Support im Bereich, ich sage jetzt mal, bis ja, fünf, also ab 5 Mitarbeiter wird es interessant. Ne? Also da sollte man auch schon in die Pro-Variante gehen. Die Starter ist für wirklich einfache Fälle gelagert. Aber sobald man halt, sag ich mal, schon eine Firma hat mit mehr wie 20 Mitarbeiter, 30 Mitarbeiter, empfiehlt sich die Pro-Variante. Zumindest mal nach meiner Einschätzung. Wie gesagt, sehr schön ist natürlich, wie gesagt, diese Online-Hilfe. Ja. Da wird alles schön erklärt. Also, wie es beim Change abläuft. Ja. Aufgaben, Probleme. Folgedessen finde ich dieses System echt nicht schlecht. Zu den Kosten natürlich, klar. 500 € im Monat für 5 Agents ist schon ein bisschen was. Das sind ja immerhin 6.000 netto im Jahr. Ja, auf 10 Jahre kommt da schon was zusammen. Und man hat natürlich dann auch noch die Einmalzahlungen, sprich die Installationsgebühr, dann die Aktivierungsgebühren und da kommen alles in allem mit Unterweisung, Anfangsunterweisung auf etwa 2.500 €. Das heißt, 2.500 € muss man kalkulieren als Einmalaufwendung und dann eben die monatlichen 500 netto. Bei Firmen rechnet man ja die Mehrwertsteuer raus, habe ich ja am Anfang schon erklärt, B2B-Geschäft. Und wenn halt jemand für ein Hobbyprojekt das haben möchte, muss er halt die Mehrwertsteuer noch on top drauf rechnen. Also mit Mehrwertsteuer wären es dann knapp 600 im Monat.
Das sind natürlich schon Sachen, ja, da würde ich schon sagen, für eine Firma geht's, ist es durchaus handelbar. Ja, für privat ist es schon relativ teuer. Aber naja, da muss man halt dann schauen, ja, wie man da dann halt das Ganze letztendlich wirklich handelt. Ob es dann das ist, was man möchte oder eben nicht, ja. Da muss man halt dann immer schauen, wo es dann gerade hingeht. Aber wie gesagt, auch andere Tickethersteller verlangen schon echt gutes Geld. Da muss man schon sagen, also mach mal Neues auf. So, und dann schauen wir noch mal rein in die Preise. Ja, wenn ich natürlich nur einen Agent habe, ist natürlich die Host-Variante, sprich die Cloud-Variante, natürlich relativ easy. Ja, dann hat man da 99 netto. Geht eigentlich. Ja. Also, wie gesagt, es ist immer halt abhängig, wie viele Agents gleichzeitig angemeldet sind und dementsprechend skaliert der Preis nach oben. Aber wie gesagt, ja, da muss jeder gucken, ob das preislich natürlich in das Feld reinpasst, ne, oder eben nicht. Also da muss man schon sich das echt überlegen. Ja, wenn man jetzt sagt, okay, 24.900 kostet das, die Software ist zu kaufen, hat 10 User inkludiert. Ja, also 10 User hier wären ja schon 999 Euro netto. Wir rechnen es mal einfach halber mal 1.000 Euro netto. Dann sind wir bei 12.000 im Jahr. Da sind wir ja dann schon nach, ja, 2 Jahren im Kaufpreis drin. Theoretisch. Natürlich, wenn ich die Software dann kaufe, muss ich natürlich auch den Server zur Verfügung stellen. Das heißt, ich brauche den Basisserver mit einer Windows-Server-Lizenz. Ich brauche dementsprechend die Zugriff-Calls. Ja, bei 10 Leuten brauche ich auf jeden Fall mal 10 Calls. Ja, die muss ich auch noch mit einkalkulieren und ich muss die Hardware einkalkulieren. Und dann habe ich noch die kompletten Betriebskosten, sprich Internetanbindung, Stromanbindung, alles dual, weil ich da eine Ausfallsicherheit ja benötige. Und das ist natürlich Kosten, die kommen noch on top. Ja. Und das muss man wirklich im Einzelfall dann auskalkulieren. Ja. Ob man da dann das sagt, okay, es rechnet sich für eine Firma, es zu kaufen oder eben in der Cloud zu mieten. Ja. Und wie gesagt, also da muss man echt mit dem Spitzenbleistift kalkulieren. Aber ich wollte es euch einfach mal vorstellen. Ich hoffe, meine Vorstellung hat euch gefallen, einen ersten Einblick gegeben, was so diese Software imstande ist, zu machen, zu leisten. Und ich freue mich schon, wenn ich euch das nächste System vorstelle. Wir haben ja noch so ein bisschen so 2 Stück vor uns, wo ich dann euch was dazu erzählen werde. Und ja, dann schauen wir einfach mal. Deswegen lasst ein Abo da, lasst ein Like da, falls es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao, ciao und auf Wiedersehen.